Ja, huhu, hier wieder beim Quali und beim Let's Rock Dark. Wir spielen ausnahmsweise mal wieder The Secret World. Ja, sorry, dass wir so lange nicht da waren. Obwohl für euch war es gar nicht so lange. Es war eine ganz lange Nein. Lücke und dann kam die Golem-Folge. Ich habe leider das komplette Geburtstagsding. Außer diesem Golem-Zeugs habe ich nämlich gar nichts mehr spielen können, weil ich irgendwie total beschäftigt war und irgendwie überhaupt nicht mehr zum Spielen gekommen bin. Aber jetzt sind wir wieder da. Immer noch hier in der Uni. Weil die haben wir noch Quests über. Also ich habe zumindest da drüben noch zwei Quests über. Du hast eben gesagt, du hast nur noch eine aus irgendeinem Grund, warum auch immer. Passen Sie auf sich auf. Also ja, kann zwei noch machen. Die eine ist halt blockiert. So, Wissenschaft und Kunst nehmen wir, oder? Ja. Okay, Wissenschaft und Kunst. Begabte zu unterrichten ist die höchste Form unserer Wissenschaft und Kunst. Ich weiß es. Ich habe sie allesamt umfassend studiert. Nekromantik ist eine Kirmesattraktion. Dämonologie? Bitte. Das Schachern mit der Höllendimension ist für Glücksritter und Masochisten. Golimetrie ist brachialer Puppenbau und erinnert mich an meine Zeit als Arzt. Begab nicht der Gründer dieser großen Institution, dieses Experiments. Es heißt, in jedem Schrank hier in Innsmouth würde sich eine Leiche befinden. Das stimmt einfach nicht. Sie wurden direkt im Fundament der Mauern eingeschlossen. Der Keller würde bluten, wenn man nur den Putz abkratzt. Das meint er nicht wörtlich, oder? Ich fürchte doch, Carter. Oh Gott, haben Sie schon mal was von Notlügen gehört? Die Architektur war anspruchsvoll. Ein Muster, ein Schwerpunkt, ein Grab, eine Batterie. Anima aus vielen Quellen wurde gehortet. Nicht alle davon freiwillig. Es wäre angebracht, die Risse zu schließen, bevor sie herauskommen. Das erste Einmauern ist immer das Schlimmste, was? Ich muss sagen, laut meiner Forschung ist jedes Mal der Beginn einer klaustrophobischen Ewigkeit. Sie sind die Rache der Welt für den Sarkasmus. Wissen Sie das? Sie sind der Rache der Welt für den Sarkasmus. Ja. Ja, der ist gut, der ist richtig gut. Okay, ja, falls ihr ein bisschen Störgeräusche hört, liegt wieder, glaube ich, am Lesrak mit seinem Ja, ich bin Mikrofon. schuld. Verklagt mich, erschlagt mich. Aber mal gucken, kriegen wir schon hin. So, was muss man jetzt machen? Pläne im Büro des Direktors studieren. Wo ist denn das Büro des Direktors? Das oben oder was? Also wie war das nochmal? Du warst der Tank, ich der Heiler, ne? Ich glaube nicht, Tim. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das Ganze ging, das Spiel hier. Irgendwie muss man auf Tasten rumdrücken. Aber wir haben draußen auch einen gezogen, glaube ich. Oh, er folgt dir. Torin heilt sich ständig. Ich versuche mal den Geist hier Platz zu machen. So. Direktorin ist down. Sehr gut. Ich krieg hier einen richtig auf die Fresse, ey. So. Jetzt müssen wir hier das Ding studieren, ne? Innsmouth Academy. Ah, ja. FP erhalten, sehr gut. Welches Ding? Ich Und er an der Wand, das Teil. Okay, ich kann da nichts anklicken. Ach da! Ach so, okay, ja. Ja. So ein bisschen was muss man schon überlegen. Ja, überlegen ich, Todfeinde,
Ja, ich erinnere mich, ja. Dunkel. Da kannst du den Elder auch gleich sagen, dass es Lana schon beten soll. Aber manche tun das ja, manche tun das ja. Ehrlich? Die Elder? Ja, manche so total verkorkste. Ja. Müssen wir jetzt runter, ne? Müssen wir, oder? Ja, anscheinend. Kann man hier eigentlich über die Brüstung springen? Über die, ja. Und dann hier raus. Oder? Oh. Gegner. Ich komme, bleib stehen. Yeah. Die chirurgischen Exemplare. Ich könnte eigentlich mal hier in meinem Inventar hier diesen Opera Magna Teil anmachen. So, jetzt kriege ich irgendwie mehr AP oder so. Okay. Für 8 Stunden kann das sein. Mal gucken, ob das Verschwendung ist oder nicht. Ist das? Nutzlos. Achso. Ja, wir müssen hier raus. Da war was. Hier ist doch ein Ausgang. Oh. Okay. Zum Wohnen. Stimmt, man konnte irgendwie sprinten, das weiß ich noch. So, und hier ist jetzt so ein Punkt in der Ecke, oder was? Ach, der Müll, ja. Ja, jetzt kommen hier Gegner und dann müssen wir das schließen, nachdem die Gegner weg sind. Oh, nee, zum Wohnheim gehen müssen wir. Bei mir steht die Animalex beim Wohnheim schließen. Ah ja, genau, doch, ja, bei mir jetzt auch. Hüpf. Wait, I'm coming. Wenn ich rauskriege, wie ich sprinten nochmal ging, ja. X. Du schließt. Perfekt. So. Ich nehme mal mit. Du bist schließlich ein Sparings-Partner. Ja, ich glaube, ich bin noch gar nicht mehr so weit weg von diesem komischen Perk, wo ich halt mit meinen Schüssen auch heilen kann. Ah ja, der mit Bündelungsangriff mal, ja. So, und schließen. Währenddessen heile ich dich ein bisschen. Okay. Wo ist eigentlich Karl? Ach, der ist schon wieder weg. Ich war nämlich der Meinung, dass du irgendwann mal erwähnt hattest, Karl hast du beschworen. Ja, Moment, kommt. Hol lieber Putin. Nee, heute ist Karl-Tag. Ja, es ist immer Karl-Tag. Ich hab schon wieder so eine komische diese Zielauswahl in diesem Spiel, die nervt mich echt zu Tode. Na. Boah, ich muss mich an dieses Spiel echt wieder erst wieder gewöhnen. Ja, das geht mir auch so. Haben wir jetzt, ich habe jetzt ja, wie viel haben wir, einen bestimmten Monat haben, oder anderthalb haben wir nicht gespielt, ne? Ja, locker. Ja. Also beim Monat kommt es locker bei mir raus. Ich würde sagen, bei dir vielleicht sogar zwei Wochen mehr. Ja. So, okay, dann gehen wir zum Teich. Sprinten! Motorrad! Bunny Hopping! Bunny Hop? Ja. Ich gehe gar nicht weiter drauf ein. Hey, ich spiele eine Frau, ich darf Bunny Hop. Ich kenne die Regeln nicht. Ich habe selber im Spiel noch nie eine Frau gespielt. Tja, das ist aber dein Problem. Das ist irgendwas, was mich beschießt die ganze Zeit. Hör auf. Das ist irgendjemand, der mich ständig stunt. Oh, ich hasse dich schon jetzt. Ping, 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 ping. Ich könnte doch mal das große schießen.
Ah, er ist tot. Und hier hinten ist das Vieh, was mich die ganze Zeit beschießt. Ein Eidolon. Eidolon von Klasse 67. Möge es sterben. So, und hier ist Wissen. Ach ja, ich weiß, stimmt ja, da warst du ja schon Junkie von. Ja stimmt, ich habe ja letztens erst die... KP, sehr gut. Die Instanzvideos von uns gesehen. Ja. Wissen, Wissen, Wissen! Das war sehr witzig, ja. Wo dann der Gierfalken das alles alleine gemacht hat. Und wir einfach nur zugeguckt haben. Im nächsten Mal müssen wir uns wieder mehr nützlich einbringen. Ja. Ja, jetzt haben wir wenigstens den Vorteil, dass Gürfalken alle Instanzen kennt. Aha. Welche war nochmal diese Sammel-Alles-Ein-Taste? V. V. Ah, okay. Ich komme nicht durch die Tür. Das alte Problem. Zu dick. So, man den auch. Ich muss mal eben kurz gucken, wie viel ich noch brauche für diesen Perk. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo war denn der? In der Blutmagie, ne? Ich glaube ja. 21 Punkte brauche ich dafür noch und ich habe... Moment, hä? Ich habe 13, okay. Also 9 Stück noch. Mhm. Ist wieder so ein komisches Häuschen hier. Ja, ja, sie ist schon gekommen. Ich habe den Riss entdeckt. Die laufen alle direkt zu dir. Kann ich das schon mal deaktivieren hier? Moch. Und zu. Ja, hier scheinen sie bei dir, Akro. Ja, weil ich alles zugemacht habe hier. Haha. Ich bin ja auch voll gefährlich. Du bist der Healer of Doom. Mal um die Ecke. Arcana Kadaver. Das ist eine super Aufteilung hier. Einer macht zu, einer kämpft gegen das Zeugs, was da rauskommt. Ja. Und einer steht in der Gegend rum und macht gar nichts. Ich war natürlich will ich niemanden speziell angucken. Könnte das sein? Hier ist ja noch ein entflohener Vertrauter. Ganz schön lange für die Viecher. Du bist auch der Heiler. Ja. Weil du gerade echt keine Heilung brauchst, so, ne? Nein. Meine Angriffe heilen mich ja ein bisschen. So, zum Hauptgebäude. Hier hinten wäre auch nochmal eins gewesen. Ja, und ich kann nicht sprinten. Haha. Und ich werde angegriffen. Moment, ich komme. Aber ich habe hier auch was im Schlepptau. So. Ja, was hast du denn die ganze Zeit gemacht in den 2 Monaten, 1,5 Monaten, wo wir nicht gespielt haben? Das Spiel hier gespielt, dann Terraria gespielt,
dann wieder Minecraft gespielt. Oh, Minecraft. Und dann... Boah, Kadaver. Und dann habe ich jetzt... Und dann kam Warlock 2, habe ich entdeckt, dass es das gibt. Oder wurde mir von Bekannten gezeigt. Mhm. In dem Sinne gezeigt, mir wurde bei Steam angezeigt. Lass mir den laufen, oder? Ja. Ja, und dann habe ich halt Warlock gesuchtet. Ja. Nicht gespielt, ich habe es gesuchtet. Da stehe ich zu. Ja, ich habe die wenige Zeit, die ich hatte, genutzt und habe ein bisschen Warhammer gemalt. Ja. Harlekin? Nee, Harlekin nicht. Dark Angels. Dark Angel. Ach ja, die gibt's ja auch noch. Und gestern, nee, vorgestern hatte ich das erste Spiel mit denen. Das gibt's leider nicht als Special Report auf meinem anderen Kanal, weil mir die Kamera zwischendurch ausgefallen ist. Nein. Nein, ich will den Battle Report. Wieso? Warum tust du mir das an? Ja. Ravenwing, also ich habe einen Ravenwing-Deathwing-Mixtur gespielt und gegen Tau. Boah, lass mich das nochmal kurz im Kopf zusammenkriegen. Ravenwing waren die Motorräder und die Landspeeder. Genau. Deathwing waren die Terminatoren. Ja. Ja, okay. Aber jetzt sind die außen, ne? Bist du eigentlich so ein bisschen aktuell, was die Gerüchte betrifft, 40k? Ich weiß nur, dass irgendwann demnächst Tau kommen sollen. Oh, okay. Das wäre natürlich sehr positiv, wenn das Gerücht eher wahr ist, wie das, was ich gehört habe. Dass es gar keine Amiibücher mehr gibt, das kann ich nicht ausgucken. Dass sie jetzt bald damit anfangen wollen, mit 40k das gleiche zu machen wie mit Warhammer Fantasy. Ja, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, weil, also so groß ändern können die 40k jetzt, also nicht so krass ändern wie Fantasy jetzt. Wie wollen die das machen? Also wenn sie es genau auf dieses Niveau ziehen, wie die das bei Age of Sigmar gemacht haben, dann ist das jetzt nicht so die super Riesenänderung für 40k-Verhältnisse, finde ich. Kann ich nicht sagen, ich kenne die Age of Sigmar-Regeln nicht, bin ich ehrlich. Oh, was haben wir hier gekriegt? Eine Kette. Angriffswert, Gesundheit, kritischer Trefferwert, aber minus 214 Heilungswert, das ist, glaube ich, nicht so gut dann, ne? Als Heiler? Ich weiß nicht. Nee, auch wenn der Crit ziemlich hochgegangen wäre dadurch, aber naja. Kommt man hier oben irgendwo gegangen durch? Und da hinten, ne? Das Tor. Oh. Dann holen wir uns jetzt noch die letzte Quest. Ja, dann kriegen wir, glaube ich, die Jacke oder einen Hut aus der Akademie. Echt? Ja. Cool. Dann sind wir zum Beispiel Ehrenschüler, wenn man so will. Yeah. Ehrenschüler. Ich pull hier mal alles, was mir hier so über den Weg läuft. Okay. Kommt alle mit. Ich sterb ja hier am Eingang. Oh ja, ich sehe das noch, wie sie da alle sterben. Zack, zack, zack. So, und dann machen wir doch mal Trau keinem Lehrer. Zumindest liegt ihr Kriegsgolem in Form Aldehyd. Komisch, dass sie das erwähnen. Komisch. Lustig oder komisch seltsam? Ich verstehe die Formulierung nicht. Ich habe sie nur für künftige Gespräche ausprobiert. Mit begrenztem Erfolg. Wir haben alle die wiederbelebten Leichen kürzlich verstorbener Lehrer gesehen. Das Pathos vormals großer Geister hinter leeren Augenhöhlen gespürt. Ich glaube, mir wird gleich schlecht. Ich habe Professoren älterer Jahrgänge leidend durch die Gänge schlurfen sehen. Historisch waren viele Lehrkräfte entschlossen, ihre sterblichen Überreste vor ihrem frühen Tod der Akademie zu überlassen, um das Wissen zu mehren. Aber jetzt, glaube ich, wird ihr Wissen von einer zerstörerischen Hand pervertiert. Wie bloße Fleischmarionetten lenkt sie sie in die verbotensten Bereiche. Es gibt einen Illuminatenkriegsgolem aus dem 17. Jahrhundert, zu Referenzzwecken.
Die Aufzeichnungen seiner letzten Aktivierung sind gruseliger, aber unterhaltsamer Lesestoff. Für die Aktivierung bedarf es einer Lehrervollversammlung. Dann wird es also schlimmer, bevor es besser wird? Oh nein. Ich glaube nicht, dass es besser wird. Hm? Akten der Lehrer beschaffen? So, so. Dann versuchen wir das doch mal. Hm? Bist du schon durch? Ich habe nur auf dich gewartet. Achso, du hast das Quest ja gar nicht mehr, ne? Doch, das hatte ich. Das hast du noch? Okay. Habe ich jetzt noch gekriegt, ja. Hatte ich nur übersehen. Okay. Oh, hier war ein bisschen anatomische Exemplare kaputt. Was wir hier sehen. Yep. Ah, und da ist auch ein geisterhafter Lehrer. Ach so, ja, da. Habe ich nicht gesehen. Oh. So, und ab in den Tresor. Schön KP erhalten, perfekt. Und Wissen. In Smith Academy. So, jetzt müssen wir da rüber. Normale Spuckgestalt. Ja. Dafür war die ganz schön heftig, ne? Dafür, dass sie normal ist. Ich konnte mir nur nie vorstellen, dass es dass überhaupt dabei was Normales gibt. Naja. So, hier ist ein Lehrer. Töten. Oh, er hat einen roten Anzug. Kreckenwühl heißt er. Ich mache hier die kleinen kaputt. Beziehungsweise die mich. Ah ja, schön gepult als Tank, sehr gut. Ja. Ich muss dich ja echt nicht heilen, das ist sehr angenehm. Eigentlich könntest du alleine spielen. Wäre ich mir nicht so sicher. Dafür mache ich zu wenig Schaden. So. Und hier hinten mal Wissen. Auf die Lehrer. Muss der Verlockung widerstehen, auf das Wissen zu klicken, bevor der Lehrer tot ist. So, und in den nächsten Raum. Und was haben wir hier? Noch einer in roten Anzug. Professor Renteraub. Was die für einen Namen haben. Ja, ne? Ich glaube, ich würde mein Kind auch so nennen. Renteraub? Hm. Ich glaube nicht. Ah, ich merke gerade, da gibt es ein Problem bei. Ich will gar keine Kinder haben. Oh, wieso das denn? Ich will jetzt lieber nichts Falsches sagen. Für mich sind Kinder die kleine persönliche Hölle. Naja. Amriel, Professor Amriel. Der ist wenigstens mal ein normaler Name. Fünfzig Spukgestalten getötet. Jawoll. OP. Ja, wir sind so OP, wir beide. Ach, ich bin nur ein Anhängsel. Karl ist OP. So, wer ist die? Galad. Wie der Würfel. Aber die hat ein ganz zerrissenes Kleid. Wenn ich wissen, was dir war, wahrscheinlich immer nur Party. Ja, das kann ja passieren. Ne? Aber als Lehrer? Ja, es gibt auch solche Lehrer.
Okay, dann ist mir noch nie ein solcher Lehrer begegnet. Okay, ich gehe Lehrern auch größtenteils aus dem Weg. War die nicht gerade eben geschwächter? Ich glaube, die hat sich geheilt. Die blöde Tussi. Wieso macht die sowas? Die möchte uns ärgern. Das ist ein Lehrer halt. Weißt du noch so von früher? Ja. 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 Da war was. Ja, ich habe meine Lehrer gehasst oder bestenfalls nicht gemocht. Oh, das ist tragisch. Über meine Schulzeit fange ich am besten gar nicht erst an. Aber es interessiert die Zuschauer. Ernsthaft? Ich weiß es nicht. Ja, dann sollen sie es in die Kommentare schreiben. Wenn der eine nur da schreibt, dass er das wirklich hören will, dann erzähle ich es gerne. Gearfalcon, schreibt das mal rein. Der hat nicht mal einen YouTube-Account. Na gut, dann muss das der Willan, der schreibt. Der hat übrigens jetzt auch ein Video hochgeladen. Ich könnte ihn jetzt auch verlinken. Ja, mach das mal. Ich werde den WLAN Dash, wenn ich dran denke, das bei diesem Video zu machen, was ich hoffentlich tue. Wenn nicht, sorry WLAN Dash. Ich glaube nicht. War es meine akute Altersdemenz. Aber, ich glaube, du vergisst das, bin ich ehrlich. Ich versuche dran zu denken, dass ich dich mal verlinken werde. Hier, in den nächsten Raum, ne? Hier? Ja. Hallo? Professor Jones. Wo kommt das? Ist langweilig. Aber ich gebe uns mal Crit hier. Das muss ja mal schneller gehen. Crit, 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 Crit. Jawohl, so muss das doch sein. So muss das doch sein. Weißt du, wogegen ich wirklich gerne kämpfen würde? Auch wenn das erst später kommt. Gegen was? Gegen 5 schwarze Männer auf einmal. Wer ist das? Schwarze Männer. Achso, nein. Das hat so ein Trauma hinterlassen bei mir. Diese Begeisterung in deiner Stimme gerade. Eine der coolsten Folgen dieser Reihe. Guckt sie euch an, wo ich gegen den schwarzen Mann kämpfe. Ja. Fanden viele in meinem Freundeskreis sehr, sehr gut. Also die haben das mit mir zusammen hier angeguckt und die fanden es auch richtig gut, die Folge. Ja, die wollen es nur leiden sehen, die Leute. Das ist das halt. Also die haben gedacht, ja, typische Nils-Nummer ist das halt. Erk, der Let's Player, kämpft sich da noch hart durch. Ich werde gefragt, ja, ich bin schon durch. Jetzt wenigstens lügen können. Ist halt so, ich brauche auch voll anstrengend und so. Das erste Mal war die Hölle, das habe ich aber auch jetzt gesagt. Das Problem war, glaube ich, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt da gerade die Skills umgestellt hatte und einfach nichts konnte. Oder du bist einfach heile, machst du wenig Damage gedrückt. Und du bist gerne in die Zombies reingerannt, das weiß ich noch. Ja, die in mich ja auch. Ne? Ja, was denken die Zombies denn, ne? Ja, echt mal. So. Was haben wir denn hier? Magischer Schutzangriffswert, minus 151 Heilungswert. Ich habe irgendwie das Gefühl, ganz Heiler findet man relativ selten cooles Zeug. Ja. Bäh. Bäh. Müssen wir hier rein? Ne, hier waren wir schon drin. Ist das unten? Ja, ne? Wir müssen diesen komischen Schleimspuren folgen. Schleimspuren? Ja, hier. Ah. Schon in die Richtung. Ah, okay. Ah nein, scheint auf der anderen Seite zu sein. Ja. Hier oben ist Wissen. Falls du das brauchst.
Wann hat es mich jemals interessiert? Weiß ich nicht. Kommt doch mal drauf an, welches Wissen. Tada. Hier sind wir und machen anatomische Exemplare kaputt. Weil ich mal erwähnen muss, dass diese anatomischen Exemplare nicht so richtig gut anatomisch geformt sind. Wer weiß denn nach welcher Anatomie? Ja, nach schöner. Also sie entsprechen nicht deinem Idealbild. Das ist korrekt. Okay. Was entspricht denn eher deinem Idealbild, wenn wir schon dabei sind? Meine Freundin. Ich weiß, es ist langweilig. Aber naja. Nein, ich weiß nur überhaupt nicht, wie die aussieht. Also, der Zombie-Hausmeister. Da musst du mal auf meinem anderen Kanal meine Cyan-Runden gucken. Oder auf Meister Umbreons Kanal Vampire Viva Venezia. Ich kenne deine Asylum-Runden. Nicht Asylum, Cyan. Was ist das? Bist du sicher, dass wir hierhin mussten? Ach, doch, wir müssen hier. Ach, der Golem. Ah, schön. Ja, Aber irgendwie ist das doch nicht das Ziel. Ich meine, mein Zielmarker ist ganz woanders. Ernsthaft? Meine nicht. Den Kriegsgolem-Behälter überprüfen habe ich. Oh, du warst doch noch. Okay. Ja, dann müssen wir gleich nochmal kurz runter. Ja, keine Sorge, wenn er das macht. Ich kann ihn unterbrechen. Ah, okay. Dann töten wir ihn halt zweimal. Okay, den kann ich jetzt nicht unterbrechen. Boah, ich bin ja rausgelaufen. Den kannst du unterbrechen? Nein. Oh. Immer diese Versprechung. Dann klappt das doch nicht. Du hast doch gesagt, ich soll mal lügen. Ja, was? Hast du gesagt? Nicht immer. Ach so, jetzt noch Bedingungen aufstellen, oder was? Schneller Propeller, ich muss zu diesem komischen Gefäßdingen da hin. Hast du Ventilator an? Nein. Okay. Wieso? Ich habe da gerade das Gefühl, ich höre gerade echt starken Wind. Wo ist denn dieser Behälter? Muss ja hier irgendwo sein. Ja, wenn wir das Klassenzimmer haben, kann ich dir zeigen, wo. Jetzt fahren wir noch ein bisschen Punkte, damit ich hier schnell meinen Heilungsskill kriege. Ein Punkt fehlt mir noch. Ich sollte dich auch mal wieder heilen zwischendurch, ne? Ach. Heilung wird überbewertet. Ja, ich sehe das schon. Ich muss mich relativ selten heilen. Ach, das war dieser Professor Jones, der war eben schon so nervig. Guck mal, Karl macht wieder nichts. Natürlich macht Karl nichts. Karl ist eine Verschwendung von Sauerstoff. So. Hier drin. Ja, hier sind noch anatomische Exemplare. Die nicht deinem Idealbild entsprechen. Ja. Ich könnte ja auch mal in die Comments schreiben, wessen Idealbild die denn entsprechen. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand die toll findet. Thank you.
So, ah ja, okay, hier haben wir so ein Ding. Ja, jetzt kann ich auch hier die Spuren untersuchen. Und hier mir endlich den Skill holen, den ich brauche. D-d-d-d-d-d-d. 21 KP habe ich doch, ja. Ach nee, scheiße, ich muss die davor auch noch kaufen. Naja. Nur noch 21 Punkte dann. Ja. Ja, jetzt muss ich kurz mal was nachgucken. Din 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 din. Okay. Badass. Okay. Wer ist ein Badass? Karl. Nach nicht? Ich lache nicht. Das ist ja nicht mal wert. Niemand lacht über Karl. Ich hab gerade über. Ich bin ein bisschen orientierungslos. Wo muss ich denn hin? Ein bisschen? Wo bist du überhaupt? Da wo wir hin müssen. Ah, ich hab formale Hüt gefunden. Ah, okay, ja, doch, check it. Ja, da bist du. Ja, ich bin dabei und schieße. Auch wenn es nicht so viel ausmacht, wenn ich schieße, aber. Natürlich. Du machst 19k. Ja. Das ist so korrekt. Jetzt hier oben sind anatomische Exemplare. Schon wieder. Ja, die kennen diese. Die nicht deinem Idealbild entsprechen. Ja. Ja, jetzt stellt sich die Frage, werde ich das jetzt wirklich jedes Mal erwähnen? Vielleicht. Macht er sich ein Spiel draus? Ja, warum nicht? Ich habe ja nicht viel zu tun, die meiste Zeit drücke ich nur die 1. Ich drücke immer die 2. MMORPGs sind auch so ein bisschen für so mentale Krüppel, habe ich das Gefühl. Immer so 2 Tasten drücken. So, und den ganzen Kampf nochmal. Ja, natürlich. Der war doch so extrem schwer, dass wir ihn nochmal wiederholen müssen. Oh Gott, das Ding ist so hässlich. Ich schmeiß mal einen Crit an. Und so. Da verschwindet er wieder, der Malone, Verfluchte. Der Fisch, ach so. Das ist eigentlich, wenn man seinen Charakter genau gleich benennt wie die Charaktere, die man bekämpft. Das ist, glaube ich, lustig dann. Das habe ich keine Ahnung. Habe ich noch nicht versucht. Du kannst dich ja mal Fleischgolem nennen. Fleischgolem? Oder anatomisches Exemplar. Wieder kein Heilungswert. Bist du tot? Nein. Alle sagen, hallo? Hatte dich nur zu Boden gepfeffert, oder was? Das war Karl, nicht er. Ach, das war Karl. Karl ist mir direkt zwischen die Beine geflogen. Ach so. Ja, check ich. Gut, Leute. Wir haben ihn besiegt hier. Den großen, bösen, komischen Typen. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Und dann gucken wir mal, ob Karl und Lesrak endlich Freundschaft schließen. Glaube ich kaum. Bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Quali und euer Lesrak Dark. Tschüss. Tschüss.